wir anfangen? Wag es nicht, Junge. Hallo Freunde, oh, ich möchte euch ein ganz probantes Mittel mit auf den Weg geben, das euch nach und nach, peu à peu, poco à poco, die Möglichkeit gibt, mit euren Aggressionen umzugehen. Einmal in Ruhe lassen, Mann, was ist los bei dir? Was geht ab, Raffaellos? Respekt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Leute, wir haben uns hier mal wieder auf dieser Plattform YouTube versammelt, um gemeinsam ein Gelächter zu zelebrieren. Es gibt nämlich endlich den zweiten Teil von diesem Video, wo ich extrem komplett unnötige und komische Dinge frittiere und die dann auch essen muss. Ob es essbar ist oder nicht, das ist an diesem Video mal dahergestellt. Also macht es auf jeden Fall nicht nach. Wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, ich habe nämlich gesagt 50.000 Likes und dann das zweite Video kommt und wir haben über 70.000 Likes geschafft. Das ist übertrieben gut angekommen, es war saulustig. Schaut euch das Video auf jeden Fall direkt nach diesem Video an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ist natürlich hier verlinkt und eventuell auch in der Infobox. Ich würde sagen, ihr fahrt gar nicht so lange rum. Ihr kennt das Prinzip, ja. Legen wir direkt los mit dem Video. Hebt die Hände zum Himmel und lasst uns fröhlich sein. Der Rainbox gibt's Video und das muss auch so sein. So, wo ist denn jetzt der Flo schon wieder hin? Alter, kriegt einen kompletten Raster, der haut immer ab. Oh nee, da hat schon wieder jemand hingekackt in einen Scheiß am Boden. Alter, ist der schlecht. Ach, ich liebe mein Leben. Let's go. Oh, ich hab noch was vergessen. Ach, die Scheiße ist ja immer noch da. Aktiviert auch die Glocke. Jetzt aber geht's wirklich los. So Freunde, ich würde sagen, ich erkläre euch ganz schnell nochmal das Game für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Ich habe hier mehrere Lose und da stehen eben diese ganzen Gegenstände drauf. Es wird auch nochmal ein Stück verrückter als die erste Episode. Ich habe hier einen Topf voller Eier, dann habe ich hier Mehl, dann hier Paniermehl. Da werden wir das einfach durchragen und dann grande Finale pfropfen wir den Stierhoden hier rein. Abonniert Rainfox. Hast du auch gerade gehört? Nee. Es ist doch voll eine Güte! Wir sind die zwei besten Freunde, die man sich nur wünschen kann. Wir sind die zwei. Ich glaube, ich habe meine Haarwurzel gebrochen. Hä? Was ist denn? Ich hab einen Zitterich. Jeppa! Wie bereits gesagt, wir müssen das Raffaöl hier reinbefördern. Abonniert Rainfox. Super, dann kippen wir mal die gute Soße hier rein, würde ich sagen. Machen wir das gute Ding mal zu und drücken diesen Knopf. Da kann normalerweise nicht viel passieren, ja. So, du kennst die Regel, die Flaflu, wer als erstes beginnt. Bereit? Das und vieles mehr sehen Sie nach der Werbung. Bleiben Sie dran. Flaflu! Nein! Ich will nicht an... Ich musste letztes Mal auch schon anfangen, Mann. Komm, komm, komm. 3, 2, 1. Ja! Scheiße! Ich hab die Pizza. Ich hab eine Tiefkühlpizza. Hä? Wie bist du die denn? Richtig cool. Oh mein Gott, ich hab Hunger. Warte, ich nehm das jetzt hier, die Ecke, und tu da noch richtig viel Belag drauf. Dinkel und Käse und Tomaten und Paprika und dann nochmal Käse und das Ganze zusammen nennt sich dann Pizza. Gott, Alter. Also für die Pizza nehme ich hier so einen Ausrollteig, weil dann bleibt der Belag auch drauf. Das ist ein Blätterteig. Das ist ein Ausrollteig. Ich erfinde gerade ein neues Rezept. Das ist ein Pizzadöner. Wenn das mal nicht richtig geil wird, dann hauen wir das hier mal rein. Frittierte Pizza in 3, 2, 1, go. Geil. Yo, Alter. Das wird die geilste Pizza, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Schaut euch das mal an. Vor allem, da war ja richtig viel Käse drauf und so weiter, nicht? Also es kann jetzt richtig geil aussehen. Alter, wie Butter. Alter, was? Aus. Boah, riecht das gut. Riecht mal, Leute. Geschmackstest in 3, 2, 1. Das ist richtig scheiße. Boah, das ist so übertrieben geil. Oh mein Gott. Guck mal, können wir jetzt mal weiter drehen? Okay, next round. Der Flo ist dran. Boom! Ich glaube, es ist geil. Nein, das wollte ich haben, Alter. Der Typ hat einfach die Kinderriegel. Das ist das Geilste, Mann. Leute, du hast es nicht ernsthaft da reingeballert. Digga, was ist denn schiefgelaufen bei dir? Das wird ja sowas von lecker. Das wird so eine Schokoravioli. Ja. Film mein Gesicht nicht so lang, Alter. Da geht das Schiff unter. Alter, es ist halt nichts ausgelaufen zum Glück. Ne, es sieht einfach aus wie ein Kackhaufen. Du bist ein Kackhaufen. Ich hab auch mein Gesicht nicht immer so nah, Alter. Du bist schon wieder so ausgetickt, dass das ganze Ding jetzt hier wieder im Arsch ist.
Wo hast du den Kindergriegel eigentlich schon wieder her, Alter? Auch auf diese Provokation werde ich nicht eingehen. Okay. Da schau mal, wie weich das da durchgeht. Boah. Ja! 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 Die Röhre hat aber gut Durchfall, du. Boah. Leute, was passiert, wenn ich da drauf drücke? Hallo, ich soll nicht schalten! Ich soll... Au! Das ist ja voll heiß! Ja. Da fasse ich einmal den Flo an und schon ist meine Hand fertig. Nein doch! Okay, wir haben jetzt nur noch 3 Stück. Nein! Hab ich gerade richtig gesehen, dass da Socke draufsteht? Ich habe diese Kacksocke extra für dich mitgenommen. Wie kommst du auf die Idee, eine Socke zu frittieren? Ich esse doch jetzt keine Socke, Digga. Bah, das ist ja noch nicht... Ich habe die noch nicht mal gewaschen, weil ich mir so sicher war, dass du die bekommst, Mann. Ich musste eine komplette Socke jetzt essen. Schau mal, wie dreckig die ist, Mann. Hat einen dezenten Beigeruch von Käse. Okay, ich würde sagen, dann frittieren wir mal dieses Fußkondom. Hä? Da liegt ja nicht immer noch dieser Kack-Schokoriegel drin, Junge. Na. Ich kotze gleich, Mann. Das kommt jetzt ins Mehl. Dieses Geräusch, Mann. Okay, das kommt jetzt nochmal hier rein. Zack, kann nur ich. Kannst du mal diesen Riegel da raus tun? Warum denn eine Socke? Ich check's immer noch. Ich glaube, es sieht am Ende aus wie so ein Schnitzel. Leute, seid ihr bereit? Frittierte Socken in 3, 2, 1. Alter! Hey, mach das auf keinen Fall nach, Leute. Alter, der ist schon mega hart, Mann. Ich habe einfach eine knusprige Socke gebacken. Schau mal, die kriegt da so eine Blase. Krass, jetzt habe ich auch noch eine Blase da am Fuß. Schaut mal, wie hart die geworden ist. Ey, ich will dafür ein Like haben für diese Aktion, okay? 3, das ist die heilige 2, Socke. 1. What the... What? What? Ich hab wirklich so ein fettes Stück gerade abgebissen, Mann. Das, liebe Leute, war kein Käse von Dude, das war ein Käsefußdü. Okay, wir haben nur noch 2 übrig, ne? Alter, es gibt eine richtig extreme Sache, Mann. Kann ich mir lesen? Kuchen bzw. Torte ist ja wohl mega geil. Geil. Ich hab eine Apfeltorte gekauft, Mann. Du kriegst nur die leckeren Sachen. Oh Gott. Warmer Apfelkuchen. Weißt du, wie geil das schmeckt? Nimmst du das Stück da? Ja, natürlich. Boah, Junge, Alter! Du isst jetzt nicht ernsthaft das Stück Kuchen. Es ist einfach wie ein Käse. Das sieht echt aus wie so ein Käse. Käse. Das sieht halt jetzt wirklich aus wie so ein Stierhoden. Alter, jetzt bin ich hart gespannt. Boah, wie weich das schon wieder ist. Boah, aber krass, was für ein Duft da direkt rauskommt. Ja, ist geil. Welches Los nehme ich denn jetzt? Das ist eine sehr schwere Entscheidungsphase jetzt gerade für mich in meinem Leben. Ey, willst du jetzt deine Hand frittieren oder was? Ey, Junge, du kannst doch da nicht deine Hand rein. Du bist so komplett bekloppt. Ja, Digga, ich dachte, du bekommst die Hand. Ich hatte die ganze Zeit von mir erwartet, dass ihr immer die Scheiße reißt, Junge. Jetzt reiß! Was macht ihr eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Ja! Gut, da der Florian nicht will, dass ich meine echte Hand frittiere, mache ich jetzt eine selber. Ich habe Wiener und ich habe ja Ketchup. Was ist denn mit Bärlauch-Ketchup, Junge? Ja, ich bin der Bär und du der Lauch. Passt doch. Generell habe ich auch Bock. Bist du immer ziemlich Bock. Finger Nummer 1. Das hier wird jetzt einfach der Handball. Bäh! Schatten! Kleist euch! Ich bin komplett voll! Da nehmen wir aber gut Blähungen. Oh! Wie willst du das denn eigentlich noch einwickeln, Alter? Digga, warte doch! Ich habe nicht umsonst Biologie studiert, Mann! Du hast überhaupt nichts studiert. Stimmt. Jetzt machen wir hier einen schönen Schnitt. Zack. Machen wir hier einen Cut. Zack, zack, zack. Tada! Fertig ist die Hand. Oh, hey, die liegt sogar relativ logisch da drin. Bah, da läuft Ketchup raus. Alter, wie das aussieht. Ah, hi. Was denkst du denn? Schmeckt sehr, sehr geil. Echt jetzt? Ja, schmeckt echt ganz gut. Es ist einfach 3:30 morgens und er gönnt sich eine frittierte Wurst. Was ist eigentlich los? So Leute, ich würde sagen, genug Schwachsinn für heute. Ey, mein Magen hat sich, glaube ich, schon 180 Grad gedreht. Ich kann nicht mehr. Mir ist leicht schwindelig. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich persönlich riesig drüber freuen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr mich natürlich auch sehr gerne kostenlos abonnieren. Ist natürlich. Komm, wie gleich hier. Hinterlasst auch gerne ein nettes Kommentar. Und ihr dürft natürlich auch sehr gerne beim Flo vorbeischauen. Der hat ja auch einen YouTube-Kanal. Der heißt Flo West. Der Link ist in der Infobox. Schaut auf jeden Fall vorbei. Checkt dann die Videos aus. Die sind auch sehr lustig. Da bin ich auch auf das drin. Und ich würde sagen, wir sehen uns sehr wahrscheinlich wieder im nächsten Video. Unbedingt dranbleiben. Denn jetzt im Dezember wird was ziemlich Geiles auf euch zukommen. Ja, da habe ich was ziemlich Geiles geplant. Also schaltet auf jeden Fall das nächste und das übernächste und die nächsten 300 Male wieder ein. Wir sehen uns sehr bald schon wieder. Genießt euer Leben. Tschüss.